Die Fondsboutique Pyfor Capital ist vor allem bekannt für seinen Digital Leaders Fonds und sein Gesicht Bucky Irmak. Aber es gibt auch natürlich noch andere Aspekte, andere Bausteine dieser Boutique. Zum Beispiel wurde im Juni dieses Jahres das Vertriebsteam erweitert und vergrößert und soll jetzt quasi auch die nächste Phase des Unternehmens einleiten. Über diese personelle Expansion, über den neuen Fonds und wie man sich vielleicht generell auch als Boutique eben aufstellen und positionieren muss, spreche ich jetzt mit Bucky Irmak. Hallo Bucky. Hallo, grüß dich denn. Ja, Anfang Juni wurde euer Sales-Team mit Eugen Herzig erweitert. Er soll den gesamten Wholesale-Vertrieb machen für beide Fonds, die ihr gestartet habt. Ist das jetzt also sozusagen die nächste Phase der Expansion und die nächste Phase auch in eurem Unternehmen? Ja, ich denke schon. Wenn man so eine Boutique startet, muss man ja schauen, welche Prioritäten man legt. Wir haben in erster Linie die Priorität auf das Produkt gelegt und zunächst weniger auf das Kaufmännische. Das heißt, wir wollten in der ersten Linie schaffen, dass wir ein sehr, sehr gutes Produkt aufbauen, eine tolle Performance hinlegen, eine Performance, die überzeugt und mit sehr gutem Content, Marketing, Selbstentscheider für uns überzeugen. Also Endkunden, die ohnehin sich für das Thema interessieren. Und ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Also auf der einen Seite ist das Produkt doch durchaus ansprechend und solide geworden. Track Record ist richtig gut. Der Fonds hat jetzt eine Historie von 3 Jahren. Hat die Benchmark deutlich outperformed. Wir haben insgesamt 125% Performance hingelegt. Letztes Jahr auch nochmal 45%. Dieses Jahr liegen wir eigentlich sehr gut vorne. Und wir haben viele Selbstentscheider für uns von uns überzeugen können. Mittlerweile ist unser Verteiler 12.000 Mann groß. Also das ist sehr, sehr schön. Und wir haben auf die Art und Weise Akquise betrieben. Also eigentlich Digital Sales, würde ich sagen. Also sehr, sehr stark über Inbound Marketing und über Content Marketing. Der nächste Schritt war einfach, genau diese Multiplikatoren anzusprechen, nämlich die Berater, die Vermittler, die Bankberater und vielleicht der nächste wäre dann der institutionelle, die institutionellen Kunden. Und wir dachten, es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt mit dem Track Record des Fonds und mit den 3 Jahren und mit der Größe des Fonds eigentlich den nächsten Schritt zu gehen und einen Vertriebsvollprofi für uns zu gewinnen. Jetzt ist es so 3 Jahre eben nach der Gründung auch des Digital Leaders Fonds, wurde jetzt der EM Digital Leader gestartet. Warum war die Zeit jetzt reif eben für den zweiten Fonds, für den nächsten Fonds? Ja, unsere These war, als wir unseren Fonds aufgelegt haben, dass die Digitalisierung der relevanteste Treiber ist für die Bewertung von Unternehmen. Wenn ich überlege, welcher Trigger für sich alleine genommen ist vielleicht der entscheidende für die Bewertung und für den Erfolg von Unternehmen zukünftig. Ich glaube, es werden mir viele zustimmen, wenn ich sage, das ist die Fähigkeit, sich in diese schöne neue digitale Welt anzupassen, also Digital Adaption und digitale Transformation. Und wir haben einen weltweiten Aktienfonds mit dem Digital Leaders Fund. Die Benchmark dafür ist MSCI World. Im MSCI World ist ungefähr 50%, 54%, 55% USA, Europa, Japan, aber hauptsächlich sind es entwickelte Länder und es ist kein China dabei. Und wenn man sich die Digitalisierung anschaut, dann gibt es eigentlich 2 große Mächte. Das ist auf der einen Seite China und auf der anderen Seite USA und da kommt lange Zeit eigentlich nichts. Und bei vielen Querschnittstechnologien und bei vielen Trends ist China eigentlich schon vorne. Also bei Themen wie zum Beispiel Social Commerce, bei den Themen wie zum Beispiel, wie kann man Messenger-Dienste nehmen für eine Massenadaption von anderen Diensten wie Payments und so weiter. Und ich glaube einfach, dass extrem spannende Dinge sich in den Emerging Markets tun und dass China sehr, sehr viele Chancen auch für Investoren bietet. Wir wollten aber auf der anderen Seite den Digital Leaders Fund nicht diluten mit zu viel Emerging Markets. Aber wir haben einfach die Grundlage aufgebaut, auch das Konzept
auf andere Regionen zu übertragen, der Fokus ist immer ganz klar, welches Unternehmen ist im digitalen Kontext, also in dieser schönen neuen Welt, eigentlich am erfolgreichsten. Der Ansatz ist ähnlich und wir können mit unseren Daten, die uns vorliegen, auch das Konzept auf andere Regionen übertragen. Und wir dachten, der Fonds brauchen einen relativ langen Track Record, um größere Kunden zu adressieren und Finanzberater und Vermittler, Bankberater davon zu überzeugen. Und wir dachten, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, zumal wir auch den passenden Fondsmanager gefunden haben. Und deswegen haben wir den Emerging Markets Fonds aufgelegt. Jetzt ist der EM Digital Leaders kürzlich gestartet. Wie fällt vielleicht so ein bisschen das erste Fazit, auch wenn es noch nicht so lange ist? Und ist es generell eben eine natürlich sehr gute Zeit jetzt in der Corona-Krise oder um die Corona-Krise rum, in das Thema Digitalisierung zu investieren, Digitalisierung auch im Fonds zu fokussieren? Ja, wir haben den Fonds im April aufgelegt. Das heißt, mitten in den Internet-Crash in China. Entsprechend hat auch unser Fonds erstmal eine Grätsche hingelegt, also in den ersten 2 Monaten. Das war kein gelungener Start, würde ich sagen. Also damit sind wir selbstverständlich nicht happy. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, am Ende des Quartals waren wir plötzlich wieder, war der Fonds wieder vorne. Ja, da haben wir praktisch alles aufgeholt. Dann war der Fonds Ende Juni wieder im Plus. Dann kam mit den Maßnahmen in China, mit der neuen Regulierungslust in China und mit den Maßnahmen der Cybersecurity-Behörde gegen Didi, wurde dann nochmal eine Verkaufswelle eingeleitet und der Fonds hat dadurch jetzt nochmal ein bisschen verloren, weil wir in China mit ungefähr 30% investiert sind. Da insbesondere natürlich China Internet und China Legacy ist ja sehr, sehr gut gelaufen im Zuge dieser neuen Regulierungsoffensive in China. Aber der Fonds ist jetzt bei 98 Euro. Wir sind bei 100 sind wir gestartet. Wir sind total zuversichtlich. Also wir haben jeden Tag Unternehmensgespräche mit den Unternehmen, die wir für interessant befinden. Wir haben sehr, sehr spannende IPOs in den Ländern. In eins haben wir gerade investiert, in Polen, was sehr, sehr gut gelaufen ist. Wir haben sehr starken Zugang zu diesen Unternehmen in den Emerging Markets. Das ist die Bereitschaft, mit uns zu sprechen, mit diesem Digitalisierungsfokus einfach sehr, sehr groß. Und wir glauben einfach, dass die verlorene Dekade in den Emerging Markets, dass die jetzt so langsam ihren Boden findet und dass die Bewertungen in den Emerging Markets insgesamt eigentlich sehr gut sind und dass da total spannende Digitalunternehmen sind und mit diesem Fokus Digitalisierung, dass wir dann Mehrwert für unsere Kunden schaffen können. Sagt Backe Irmak von PyFork Capital. Vielen Dank, Backe, für deine Einblicke. Sehr gerne.